Nein, ich bin Level 2, ey. Der ist Level 100, der Kerl. Aber endlich, bitte darf... Nee, nimm an, danke. Endlich schaffen wir es mal wieder in ein Match. Das ist so schön. Ich hab schon so, Alter. Deswegen steht auch Amelo Fragezeichen da, weil ich nicht wusste, ob das was wird hier. Wen spielen wir denn jetzt? Wir spielen einfach mal die da, die fand ich ganz gut. Nee, warte mal, wen fand ich denn so richtig cool? Die da. Dann hauen wir uns einen rein mit... Des... Sollte klappen. Wir gehen auf Ansehen, weil die verstärkt alle Gehirn. Du was. Alle Siedlungen, danke. Alle Kacke. Good luck, Hero. Also das ist jetzt meine Strategie. Natürlich muss ich trotzdem irgendwie gucken, die ist nicht so stark im Kampf. Da muss ich ein bisschen kompensieren, weil Gunst kriegst natürlich, oder Ansehen kriegst natürlich, indem du Kämpfe gewinnst. Heißt, wir brauchen sowas vielleicht. Der ist da. Ich brauche mehr Angriff. Oh, und es ist gleich da, das ist gut. Dann nehmen wir uns die hier. Und da können direkt da lang. Ende. Ich habe keine Ausrüstung, kann das sein? Opferung, Gesundheit. Versteckte Falle auf ein Dingens casten. Kann einen Geisterstein beschwören, das ist sehr gut. Der ist aber echt cool. Alle echt cool. Ich hab nicht so unglaublich viele gespielt. Den Hasen gespielt. Und dann den Sneaky Beaky gekickt und den Typen mit der Glocke haben wir auch gespielt. Und den sneaky, komischen, hinterhältigen Ex-Mensch und dann den Glocken-Ex-Mensch gespielt. Der Glockenex Hexen sind so weich, nice. Aber ich glaube, der Hase hier, der war einer meiner besseren. Der war wirklich durchaus stark. Nachher, so wie ich ihn gespielt habe. Ich hätte halt da hinten. Da hätte ich hier enden müssen, aber ich wollte jetzt so schnell wie möglich dahin. Also du musst deinen Zug auf dem Siedlungsfeld beenden. Shall creep. Joho. So, dann machen wir mal. Die Frage ist, schaffen wir das? Oder ich verliere 2 Gesundheit, 30%.
Ich mach's erstmal so, das ist mir zu risky. Spielen das erstmal safe. Ich bitte euch, hört zu. Geisterstall. Verstand. Man kriegt sowieso Ansehen durch Abschließen dieser Quests, gell? Da sind wir relativ gut. Da aber auch. Gut, ich hau mir den da Union. Ach du Scheiße, ist ganz da hinten. Der ist unsichtbar, Mist. Oh, er hat da irgendwo ein Viech getötet. Das war irgendwo hier hinten, ne? Da war das. Oder war es irgendwo hier? Ne, es war da hinten. Arbeitet an Aufgaben. Dann mach das mal. Mache das mal. Also es gibt auf jeden Fall Amello heute und es gibt Kingdom Come. Eventuell gibt es auch irgendwann Chivalry. Mal gucken. Shalala, 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 la 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 la. Ist getarnt, so wie alle immer die ganze Zeit. So traurig. Ist mein Kaffee schon wieder leer? Ein schöner Scheiß. Warte mal, ich kann. And the kingdom shall know my rule.
Entschuldigung, warte kurz. Hier. Also der ist richtig stark. Der ist, ja, also dem will ich nicht nachts begegnen hier. Und der rennt auch noch darum, wo ich hin muss. Das finde ich ganz, 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 ganz schlecht. Ganz, 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 schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Nicht gut. Und schon wieder ist er unsichtbar. Er hat es nicht geschafft, das ist schade. Kann der da weggehen? Wir bleiben mal hier, dann snacken wir uns diese Siedlung. Ich hätte aber ganz gerne meine Aufgabe beendet. Dafür müsste ich aber da hinten hin, das gefällt mir nicht so ganz. Vor allem, weil hier die ganzen Leute stehen, die stehen hier alle. Und da war auch einer. Ich glaube aber, der ist gestorben, ja. Er ist ja trotzdem da hinten. Also ich muss da irgendwie sneaky-beaky-like hin. Damit ich meine Aufgabe beenden kann. Weil wir müssen ja irgendwie... Auf jeden Fall habe ich gut... Warte mal, wo steht denn das? Das Geist, das Verstand... Wo steht mein Ansehen da?
ist nicht schlecht, aber es muss sich auf jeden Fall noch verbessern, ansonsten holen die mich nämlich garantiert ein. Vier Ansehen. Zwei Ansehen. Zwei, eins. Okay, die holen mich nie im Leben ein. Das Problem mit dem Ansehen ist halt, man gewinnt nur, wenn der Typ einfach so stirbt. Deshalb ist der Wolf auch ziemlich gut, mit hohem Ansehen, weil der hat auch sehr viel Schaden. Wenn der sich mit dem König kloppt, der König dabei drauf geht und er dabei drauf geht und er danach immer noch die höchste Ansehen hat, gewinnt er. There we go. Das sieht schon gut aus. Den habe ich auch. Nee, Gefieder dahin. Aber gib mir auch einen. Der hat Bälle als Würfel. Der geht übel auf Kampf. Thank you.
Sargon ist der Gefahr von König begegnet. Warte mal, können wir uns angucken. Wildnis Ritus, er hat es nicht geschafft. Aber er hat die, eine Aufgabe da, also muss der da sowieso hin. The plot thickens. Wobei ich sagen muss, ich habe immer noch keinen Plan, wie genau ich das machen will. Ich glaube, ich mache so einen Wolf-Approach. Wie ich es gerade gesagt habe, ohne dass ich den Wolf spiele. Ich grind einfach ansehen wie blöde, guck, dass ich halbwegs gut irgendwie im Combat werde, was nicht so gut für die ist, weil die ist nicht so gut im Combat, aber what the fuck. Wieso kriegen die alle Geisterstand? Das wär's nämlich vielleicht. Der hat Fäulnis auf dem Spiel. Arschloch. Das hat nicht funktioniert. Okay, der hat mir meinen, Plan voll versaut. Ich bin jetzt verfault und Mist. Seele ist gereinigt. Wie soll das heißen? Ah! Ha! Ha! Ich bin die scheiß Fäule los. Oder minus ein Ansehen. Das wird hart, Leute. Das muss ich doch bitte. Ja! Wie viele Geistersteine habe ich? Wo sehe ich denn das eigentlich? Einen. Weil ich habe noch einen, den muss ich halt beschwören irgendwie. Dafür brauche ich aber mehr Geist. Das ist übel. Warte eine Sekunde. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das hinkriege? Wahrscheinlichkeit ist gleich 0. Ihres Geistes gelegt. Ja, nee, Wahrscheinlichkeit ist gleich 0. Dass ich die jemals casten kann, weil ich habe 3 Geist. Das Ding kostet 6. Es sei denn, ich krieg irgendwie 2 Karten, die mir temporär extra Mana geben oder extra Magie eben geben. Dann könnte es was werden. Da muss ich hin. Also den ganzen Weg nochmal zurückbackeln. Ich hätte halt echt den anderen gewählt mit dem Geisterstein, wenn ich diesen Geisterstein da casten könnte, weil dann hätte ich instant 3 Stück. Und man braucht 4, um den sofort zu heilen.
wenn man es reinschafft. Der grindet diese Flüche, das ist gut. Das bringt Ansehen. Also für ihn ist das gut, für mich ist das schlecht. Hust mal nicht. So rum. Der hat auch 5? Step forward, Hero. This should be interesting. Bei dem aus, was hat der verloren? Das ist ein Schild, ich muss halt darunter. Klau mir die Siedlung da. Und dann lande ich runter. Gut, ich bin voll, aber der kann mich nie im Leben angreifen. Warte mal. Der will Ansehen haben. Warum? Ach, der hat es mit dem gemacht. Ihr cheatet, ihr spielt zusammen.
Das ist unfair. Der spielt mit dem zusammen, ey. Die zwei Dappen gehören zusammen. Das ist fies. Das ist natürlich übel hinterhältig, ey. Das ist ein Hinterhalt, na toll. Ich wusste aber, dass er da ist. Okay, das ist schlecht. Ist sehr schlecht. Der wird auf jeden Fall auf mich drauf gehen wahrscheinlich. Der da ist ziemlich scheiße ist, weil der ist ziemlich stark. Ich habe nur 3er B, ich dachte ich krieg die dazu. Ich muss mich heilen auf dem Kreis da. Nein, ich habe einiges an Ansehen. Also im Endeffekt geht er dann auch auf den Ansehen versus den König ermorden, weil er hat einen Arsch voll Schaden und einen Arsch voll Ansehen. Was ja eigentlich die Brawler, alle Brawler, nenne ich sie jetzt einfach mal, so wie den Wolf, alle die so gerne sich prügeln, gehen ja eigentlich automatisch da drauf, weil ich meine, du kannst ja mit deiner Kampfkraft sehr gut diese Flüche loswerden. Was dir natürlich Ansehen bringt. Natürlich kannst du ansonsten noch
mit deiner Kampfkraft. Leicht andere Helden weghauen. Ah, jetzt ist kein Hinterhalt mehr, du Bastard. Der klaut mir eine Karte, das ist gemein. Ich hab nicht wirklich viele für den als Würfel. Hallo, wie viel hast du? Au, 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 ich bin jetzt schon tot. Au, 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 au. Aua. Neuer Pisser, ey. So ein Sack, der kooperiert mit diesem scheiß Hasen. Wie hinterfotzig muss man denn sein, dass man in diesem Game ein Team spielt? Weil der Hase ist in dem Busch-Stadion, hier hätte er einfach angreifen können, easy. Hätte er weghauen können. Der Hase, der kann nämlich nichts. By my name, take heed. Ach schön, ich bin gestorben und da ist mein Quest. Das ist natürlich nicht schlecht. Wusste der Keller jetzt nicht, aber Pech. Oder eins ansehen weniger, das ist nicht schlecht. Nee! Ich hasse euch. Ich habe keine Fäule Karten, ich habe einen Schildkarte. Aufgaben. Ja,
habe immer noch nur einen Geisterstein. Was hatte ich denn das letzte Mal gemacht? Mit HP, gell? Ja, extra HP. Ah, das ist da hinten. Es wäre irgendwie cool, wenn die einem sagen würden, wo die Dinger eigentlich sind. Der Typ ist, also bis jetzt ist meine Wette, wenn irgendwie mein Chat aktiv wäre und ihr wetten könntet, wer das Game gewinnt, würde ich auf den Typen da wetten. Als Zuschauer. Weil der ist richtig stark und der hat gerade mein Ansehen geklaut. Was heißt, der hat die Win Condition geklaut, die meine war. Blöderweise greife ich nicht mit meinem Verstand an. Beben greife ich mit dem Verstand an. Das wäre jetzt hilfreich. Extrem hilfreich. Ich greife aber mit meinen Schwertern an, blöderweise. So. Der ist so creepy, der Kerl. Der Charakter. Weil den muss man auch nicht irgendwie. Das ist so das Tolle an diesem Spiel. Man muss die creepy Charaktere nicht unbedingt creepy spielen. Der ist jetzt ja, naja. Wie viel Freunde hat er? Null. Er ist nicht verfault. Fear the night. Der ist da. Ja, Blondenburgzeit. Oh.
So, wo sind wir denn? Da. Ah, ja, auch vergiftet. Wie hat die sich denn vergiftet? Wo ist der Typ? Fick dich. Wohin kann ich das casten? Außer Reichweite. Also ich kann nicht, während du dran bist, ziehen. Jetzt ist die da extra weggegangen. Die kooperieren doch! Das ist aber so ein bisschen was, was am Mello so ein bisschen anstrengend ist. Das geht halt eine Stunde, ne? Meistens. 99,9% der Zeit. Weil der Typ hat jetzt noch 4 HP. Und das Game geht so lange, bis der tot ist. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie so einen Modus rausbringen würden, wo der König nur halb so viel HP hat. Auf der anderen Seite ist das, macht das auch Sinn, weil es ist ja so ein rundenbasiertes Spiel. Jede Runde von, also jeder Zug von jedem Spieler dauert eine Weile und du willst ja auch irgendwie deinen Charakter ausbilden. Also im Endeffekt, ja. Wiederum ist es dann durchaus gut, dass es gestern nicht geklappt hat mit Amelo. Weil das, ich hatte schon vergessen, dass es so lange dauert jetzt mal. Was da noch der Teil war, oder der Grund war, wieso ich das irgendwie nicht mehr so mega viel gespielt habe, weil ich einfach sehr viel zu tun hatte. Ach Gott, er ist fertig? Ich hab Fäules. And so it is. So, der kann aber das schaffen. Wieso castet der das auf mich? Du sollst den König reinigen. Bevor dieser hinterlistige, mit dem Hasen teamende Spacko es macht. Ausweichen, wenn nicht im nicht Kampf und alle Angriffe zählen, wer stattdessen als Verteidigung. Ach, das ist schlecht. Das ist nur als Verteidigung gezählt, aber das mit dem Verstand würfeln ist gut. Ich habe ziemlich viel Verstand. Wie jetzt? Ich dachte, ihr teamt.
Oder ist das jetzt Absicht, damit der Typ da noch mehr... Also ich weiß es nicht. Es läuft halt alles in Favor auf diesen scheiß Viech da. Vielleicht war der Hase einfach nur blöd. Kann ja sein, dass der dachte, er muss das auf einen der Führenden und stiehlt das von dem oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er einfach nur dämlich, der Hase. Weil der hat halt anführungsmäßig voll dem Daphne in die Hände gespielt. Vielleicht ist der Hase einfach nur blöd. Was durchaus sein kann, weil der ist ein Low-Level, der hat auch nur so blöde Gammel-Trinkets, während der hier ziemlich fette Trinkets, also besonderere Trinkets hat. Das sind keine Base-Level-Trinkets. Das ist das erste Trinket, das man kriegt, das da nicht. Das ist, will ich damit sagen. Es kann durchaus sein, dass der Hase einfach nur blöd ist. So, greif mich an, du Arschloch. Greif mich an. Los! You can do it, bruh! Schau mal, wie er sich anstrengt, der Kleine. Lol. Er hat's geschafft! Lol, nice, sehr schön. Ach, das ist weiblich, das Ding. Das, der war halt echt der Spielmacher, wäre der Typ hier. Aber dass der da so aus dem Hinterhalt und so. Schwip! Ich hab alle Steinchen. Haha. War echt nice. War echt schön. Schöne Partie. Sehr schön. Ich bin Level 2. Alter, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie eine Kartoffel, ey. Ohne Druidentruhe. Mach mal auf. Was ist da drin? Was ist denn das? Skinfragment des Rattenclans. Okay, man braucht 5 davon. Und dann kriegt man Skin vom Rattenclan. Mal gucken. Vier davon. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich spiele zwar die Rattenclan nicht, aber ich finde das cool. Deswegen machen wir das mal. So. Das sollte jetzt auch funktioniert haben. Normalerweise. Ja. Sollte da sein. Jetzt muss ich kurz mein Inventar neu laden. Wahrscheinlich. Ha! Ich finde das halt cool, ey. Und was kriegen wir? Oh, schön. Sieht cool aus. Keine Ahnung, wer du bist. Aber du siehst cool aus. Schwarzbart Mercurio. Gibt es das auch für andere Futzen?
Das Paket für alle Viecher. Aber das kostet einen Arsch voll. Ich hab halt schon. Die hier habe ich schon. Die Usurpers habe ich schon. Und noch irgendwas habe ich schon. Ich krieg eine kostenlose Truhe, das ist cool. Da. Würfel. Der ist aber kacke. Ich glaube, man kann diese Würfel eintauschen, ne? Ich habe aber nicht genug davon. So ein Scheiß. Ich kann die nicht eintauschen. Ja, guck jetzt mal. Gibt doch bestimmt. In dem scheiß Community-Markt. Sollen wir hier drüben. Alles Gute. Noch mehr von den Dingern. Hä, wie habe ich dann gerade das Zeug gekauft? What the fuck? Aha! Skinfragment des Wolfsklans ist übel beliebt. Welche sind denn die Viecher, die ich wirklich halbwegs gut kann? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder eine Truhe gekriegt? Nee, habe ich nicht. Das Game hat nur geleckt. Bei der bin ich nicht so schlecht. Ansonsten spiele ich relativ häufig den da. Aber mit dem war ich nicht so gut. Den da, aber für die gibt es keine Fragmente. Was hat denn der Hase überhaupt für ein Skin? Ich weiß, ich verschwende hier einen Arsch voll von eurer Zeit. Es kommt auch nichts mehr Gescheites heute, glaube ich. Gott, die sieht ja dampfig aus. Der ist cool. Vom Wolf-Clan ist halt ziemlich episch. Deswegen kosten die auch 20 Cent pro. Da gibt's die da. Das ist ein Bär. Den und die. Das ist nicht schlecht geworden. An sich sind sie aber auch nicht Hammer. Also
Im Endeffekt habe ich keinen Bock. Auf jeden Fall. Das war's jetzt erstmal mit der Meldung. Und später werde ich wieder da sein mit etwas Kingdom Come. Tüdelü.